Hallöchen, wir sind gerade live in Crackys Bastelnacht auf twitch.tv/ravioli, aber jetzt sind wir hier in einem YouTube-Video gelandet. Und ich bin der Cracky. Servus. Kingston kam auf mich zu und hat gefragt, hey, hast du Bock? Wir haben hier eine neue NVMe am Start. Willst du dir die mal anschauen? Willst du die mal testen? Ich habe gesagt, natürlich. Immer her damit. Die Kingston KC3000. Eine aktuelle PCI Express Gen 4 NVMe in M2-Bauweise. Also diese wunderschöne Steckkarte. Ich hoffe, sie fällt mir jetzt nicht hier heraus. Ist eine 2 Terabyte NVMe, also ordentlich Kapazität, gar nicht mal so schlecht und wirbt mit wunderschönen 7000 MB pro Sekunde Schreib- und Leserate. So, ist schon verbaut gewesen, schon vollgeballert gewesen und schon ausgepackt gewesen. Darum sieht die Verpackung nicht mehr ganz so taufrisch aus. Jedenfalls... Das ist das Ding und das, was Sie hier vorne drauf sehen, sieht nicht nur schick aus und ist gerade unscharf. Vorhin hat das wunderbar schön schnell live, schön scharf gestellt und jetzt denkt er sich, oh ja, vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Das, was Sie hier vorne drauf sehen, ist tatsächlich ein Kühlkörper. Die NVMe verfügt selber über einen Kühlkörper, der hier aufgebracht ist. Das ist eine dünne Folie, aber die eine kühlende Wirkung haben soll. Und auf der Rückseite sehen wir dann die Produktbezeichnung, nochmal Seriennummer und so weiter und so weiter. Alles, was dazu gehört. Wir wollen die natürlich in Aktion erleben. Das heißt, wir bauen sie mal kurz sehr subprofessionell ein. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Aber ich möchte dem Mainboard, das mir nicht gehört, keine Abdrücke hinterlassen im hier in dem Wärmeleitpad für den NVMe-Schacht. Also wird sie jetzt dezent unprofessionell hier einfach mit Klebeband fixiert. Ja, normalerweise baut man die so nicht ein, aber ich mache das jetzt mal zu Demonstrationszwecken. Wir haben jetzt hier einen offenen Testaufbau, das heißt, es ist kein Gehäuse drumherum, kein weiterer Airflow oder sonst was. Nur hier der CPU-Lüfter, der aber eher hier in die Richtung ein bisschen Luft rausballert. Also sie bekommt pauschal wenig Frischluft. Wir schalten das Testsystem mal ein. Das Betriebssystem ist auf der NVMe schon installiert. Windows 11 habe ich mir da gewählt. Wir haben jetzt hier einen Ryzen 5 3600 als Test-CPU, 16 GB DDR4 3600er RAM ist am Start und das System startet relativ zügig, dafür, dass es eine AMD-Platine ist, und da sind wir schon. Das geht natürlich wie am Schnürchen, da können wir nicht meckern. Wir schauen uns mal kurz ein paar Leistungswerte an, auf einen schnellen Test hin. Ihr seht, ich habe die Platte tatsächlich vollgeschrieben. Also ich habe, dachte mir, ja, einfach so einbauen, Betriebssystem draufballern, ist ja langweilig. Ich habe meinen NAS angezapft und ich habe einfach mal 1,6 Terabyte draufgezogen. Da sind dann quasi Fotos drauf und so. Ich habe da, ich weiß gar nicht, wo habe ich das gemacht? Daten. Ah, nee, keine Fotos, sind Videos. Manage Monday Aufzeichnungen drauf. Hier sind RetroLAN. Ja, V5. Recording Station. Das RetroLAN Video hier. Voll reinhüpfen. So spassende Backen. Komplette RetroLAN Aufzeichnung. Großartig. Naja, ja, so flackert Colin McRae Rally, wenn man den V-Sync aus hat. Also ich hab ordentlich Daten draufgezogen. Einfach damit wir natürlich auch eine gewisse Last da haben. 1,44 Terabyte an Heimatfilmen, die ich da draufgezogen habe. Wir machen jetzt mal einen simplen Test, bevor wir einen intensiveren Test machen. Wir machen jetzt hier einfach mal mit 4 Gigabyte, mit 4 Gigabit, eine GIB, Gibibyte, so heißt es. Mit 4 Gibibyte machen wir einfach mal einen simplen Crystal Disk Mark. Und sehen natürlich, die normale Leseperformance ist brachial. Wenn man das mit den allerersten Generation 4 NVMEs vergleicht, ist es einfach nochmal eine heftige Steigerung.
man fragt sich halt echt, wo die die Performance immer rausholen, aber das ist schon nicht verkehrt. Die Platte selber wechselt den Besitzer für gut 300 Euro. 5 Jahre Herstellergarantie sind mit dabei. Das sind SL, das sind Speicherzellen TLC, 3D NAND TLC Speicherzellen. 1,6 Petabyte ist die Total Bytes Written. Und ja, Kühlkörper mit dabei und das funktioniert ziemlich gut. Das ist ein Phison Controller mit 8 Kanälen. Speed passt soweit. Kann man echt nicht meckern. Wir werden das gleich auch nochmal intensiver einmal zeigen, laufen lassen. Sie werben hier mit 7000 MB pro Sekunde Lesespeed und 7000 MB pro Sekunde auch Schreibspeed. Der ist aber SLC-cached. Wie groß dieser SLC-Cache ist, wissen wir jetzt pauschal nicht. Wird aber interessant sein, es zu vergleichen, wenn wir gleich mit einem größeren Paket diesen Test dann nochmal wiederholen. Jetzt war ich gerade auf Toilette. Welche SSD ist das? Das ist eine Kingston KC3000. Diese jene, welche hier? KC3000, PCI Express 4.0, NVMe, M2 mit 2 Terabyte. Ist jetzt relativ neu am Markt. Kingston ist auf mich zugekommen und hat mir die zur Verfügung gestellt, netterweise. Und ich mache halt mal kurz ein kleines Video. Magst du mal Temps auslesen, dann mal Dauerlast? Das machen wir auf jeden Fall. Definitiv. Wir werden gleich voll einmal in die Vollen gehen und die Temperaturen auslesen. Ich habe das auch schon ausprobiert und das ist tatsächlich sehr unkritisch bei der NVMe, was sehr beruhigend war. Wir können mal das Kingston-Tool parallel starten, auch wenn er das nicht aktiv dann updated. Wir fuschen jetzt natürlich dem Test so ein bisschen in die Quere, aber das ist nicht so dramatisch. Wir sehen hier Composite Temperature von 54 Grad. Environment ist bei 52, weiß ich auch nicht, wie er darauf kommt. Aber okay, jetzt Composite 60. Es wird leider nicht 61, es wird leider nicht live aktualisiert. 63. Wir können das auch mit der HW-Info auslesen. Können wir mal kurz vergleichen, was der da so anzeigt. Also wir sehen es. Tatsächlich, bei der Dateigröße kommen wir auch auf die Schreibraten von 6000. Beziehungsweise knapp 7. Also das trifft dann schon zu. Gut, das sind jetzt nur 4 GB. Icarus, einen schönen guten Abend. Vielen lieben Dank. Schauen wir hier, was die HW-Info uns da in der Form anzeigt. Hier haben wir die Kingston Festplattentemperatur jetzt bei 65 Grad. Es gibt die Festplattentemperatur 2, den Wert. Der fällt irgendwie höher aus. Der wird hier nicht angezeigt. Jetzt sind wir hier bei 70. Und das ist quasi wahrscheinlich Composite Temperature. Ist wahrscheinlich so ein Mittelwert von beiden. Es sieht ganz danach aus, als wäre das ein Mittelwert von beiden. Es gibt jetzt hier auch keine Zieltemperatur. Hier jetzt 70. Jetzt auf 64 wieder runter. Etwas 62 jetzt. Und das hier auch. Also nicht so easy auszulesen, sage ich mal. Aber man sieht es ja anhand der Werte, wie konstant das Ganze bleibt und wie schnell das Ganze bleibt. Ich habe am Freitag den Wert meiner PS5 verdreifacht mit der Seagate FireCuda. Ja, irre. Also ich finde, ich muss ja sagen, irre. Also die ersten PCI Express Gen 4 NVMEs, die rausgekommen waren, waren ja von Gigabyte unter anderem, die Aorus. Und die machen irgendwas in die 5000 MB pro Sekunde. Und hier sind wir jetzt bei 7 angelangt. Wahnsinn. Für dieses 2 Terabyte Modell gut 300 Euro. Also bei Amazon direkt zum Beispiel kostet sie 320, wenn man es extrem unkompliziert haben möchte. Und beim günstigsten Händler da draußen, der sie gerade im Zulauf hat, bist du mit Versand auch bei 300 Euro. Das ist eine 2 Terabyte Gen 4 NVMe. Ne? So, der Test ist durch. Wir machen davon einen Screenshot. Zeige ich euch einmal, wie sich das in-game dann verhält, wenn man jetzt so ein Spiel starten würde, in der Hoffnung, dass uns die Grafikkarte nicht wegschmiert. Wir reißen mal kurz hier
die Details hoch, dass er Texturen auf niedrig, ganz bestimmt nicht. Wir reißen mal kurz die Details hoch, damit er auch ein bisschen was in den Speicher zu schaufeln hat. So. Jawohl. Und dann sagen wir okay. Starten einmal Shadow of the Tomb Raider. Und hüpfen wir einmal kurz ins Spiel. Und ja, mit 16 GB RAM ist es nicht optimal, weil das System dann doch ein bisschen sortieren muss. Und es ist halt nur ein 6-Kerner. Aber ihr seht schon, ihr seid ratzfatz im Game. Ne? Also das ist schon ordentlich fix. Aber ja, ob das jetzt hier beim Spiel, im Spiel selber, ist es ja Latte, wie schnell die NVMe ist. Es ist halt nur interessant, wenn man halt das Spiel laden muss. Ich habe jetzt leider kein anderes großes Game irgendwie am Start. Bei Shadow of the Tomb Raider sind die Ladezeiten auch sehr human. Ja, es ist ein Unterschied natürlich, der immer etwas spürbar ist. Ob das jetzt so essentiell ist, sei mal dahingestellt. Können wir nochmal hier versuchen, Distance zu starten. Noch ein sehr kompaktes Spiel. Aber guck mal, jetzt sind wir hier Festplattentemperatur 45 Grad. Wenn wir hier refreshen, sind wir hier auch bei 45. Das ist jetzt stimmig. So, hallo Dr. Distance. Das läuft natürlich nahtlos. Was soll da auch sonst passieren? Ja? GTA wäre ein guter Ladetest. Ja. Bei Konsolenfans sind sie beliebt. Ja, für die PlayStation 5, wenn man denn eine hat, ist das wahrscheinlich eine super Idee. Gell? Ja, das ist wahrscheinlich eine Bombenidee. Was ist passiert? Distance hat Cloud Save? Ich weiß, ich wiederhole mich. Ja, das ist einfach zack, bumm, weiter. Ne? Funktioniert halt sofort. Ne? Natürlich überhaupt kein Thema. Inklusive Darstellungsfehler. WTF. Irgendwie bin ich ein Monster Truck. Okay, ohne Gamepad kann man das jetzt nicht spielen. So. Wir schauen uns dann jetzt nochmal das Ganze an. Lassen das hier mit 64 Paketen laufen und machen auch 9 Durchläufe. Schneiden das aber runter. Wir beobachten die Temperaturen und wir beobachten vor allem die Werte, weil ich glaube, der Schreibwert bricht ein bisschen ein bei dieser Größe. Starten das jetzt mal. Und können das hier auch nochmal im Taskmanager beobachten, was da bei der SSD passiert. Lesegeschwindigkeit. Das ist auf jeden Fall tierisch. Wo ist die HW-Info? Da. Also auch bei so einem großen Paket bricht da die Lesegeschwindigkeit nicht ein. Und hier 64. Jetzt bei 45. Es ist irgendwie von den. Von den Ticks nicht so akkurat, wie man es gerne hätte, gell? Verstehe ich auch nicht. Ich glaube, das Tool hier macht da auf jeden Fall einen besseren Job. 67. Hier passiert jetzt nichts. Hallo HW-Info, was ist los? Ist die Platte noch zu neu? Auf jeden Fall hat sie jetzt 9-mal den Lesetest, den normalen Lesetest gemacht. Mit einem 64 GB-Paket. Und da ist auf jeden Fall in Sachen Performance nichts eingebrochen. Jetzt gehen wir hier auf 70. Wir werden es aktualisieren, wir werden es im Auge behalten und wir melden uns. Ah ja, guck mal jetzt hier! Jetzt ist hier was passiert. Suspekterweise. Also es ist etwas merkwürdig. Bis gleich. Wir sind gerade im ersten Schreibtest. Das ist gerade relativ spannend natürlich, ob sich da der Wert jetzt großartig verändert. Temperatur unkritisch bei 69. Schwengeldengel. Danke dir, Gomor, für 23. Dankeschön. Wupp, wupp.
69 hier im Temperatur unkritisch. Hier unten habe ich das jetzt entdeckt, dass 90 wahrscheinlich dann kritisch wäre. Aber ist überhaupt kein Thema. Ist kein Problem. Das trotz offenem Aufbau, also wir haben da nicht gemogelt, die NVMe ist da, wo sie ist. Und hat es tatsächlich jetzt auch durch den ersten Schreibtest geschafft, ohne da zu drosseln. Also 9 Durchläufe mit 64 GB, ohne Probleme, immer noch knapp unter 7000. Die Werte stimmen halt in etwa. Ne? Lesen, schreiben, schaffen wir sogar ein bisschen mehr. Und das ist natürlich in Betracht dessen, wenn es bei der PlayStation so viel bringt, cooles Ding, coole Idee. Vor allem die modernen Intel Mainboards. Die haben ja NVMe-Steckplätze ohne Ende. Da gibt es ja viele Mainboards, die 4 NVMe-Steckplätze haben, von denen 3 dann mit Generation 4 angebunden sind. Da macht das natürlich Spaß. Und da ist es natürlich geil, wenn die Platte so schon kühlungsmäßig unkritisch ist. Ja? 64, jetzt ist die Last wieder nicht so hoch. Also wir geraten mit diesem Szenario nicht in thermische Bredouillen. Zum Glück. Ja. Also kann ich bisweilen nur Positives drüber verlieren. Es gibt noch keine aktuellere Firmware oder so. Ich habe es jetzt auch noch nicht im Langzeittest gehabt. Aber sollte sich da anderweitig was ergeben, würde ich es ergänzen. Soweit sieht alles tutti aus. Sieht aus wie ein rundes Paket. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ich finde, ja, 300 Euro, wenn man das mal vergleicht, was eingangs die Gigabyte Aorus gekostet hat, die war jenseits der 400 für 1 Terabyte, glaube ich. Natürlich ist das viel Geld. Aber eine Generation 4 NVMe ist halt auch ein ziemlicher Luxusartikel. Also von daher, das ist halt dann schon für Enthusiastensysteme, sag ich mal, ne? Aber die machen da vieles richtig. Und es gibt sogar eine 4-Terabyte-Variante. Uns hier nochmal einmal anschauen. Und irgendwo kochen sie auch alle mit Wasser. Aber ich muss sagen, ich habe Kingston NVMEs bisweilen sehr gerne verwendet. Das ist die A1000, die A2000, dann die KC1000 hatte ich auch mal mit im Einsatz. Also bisweilen da keine Probleme. Die 4 Terabyte ist noch sehr teuer. Ne? 700 Euro, sehr teuer. 1 Terabyte Modell für 150 ist eigentlich ganz cool. Ja, das glaube ich dir, John Rambo. Na, also in diesem Sinne, bis hierhin, mehr bleibt mir über eine NVMe tatsächlich in dem Fall nicht zu sagen. Ja, Kingston hat mich nicht bezahlt. Ich darf die Platte behalten. Ich denke, das ist ein rundes Ding. Wie gesagt, wenn es anderweitig Sachen gibt, werden wir es in Zukunft sehen. Ich denke mal, mein Streaming-System freut sich noch über ein bisschen mehr Speicherplatz. Aber dann bräuchte ich da noch ein dickeres Board. Na, ich muss mir was überlegen. Nein, cooles Ding. Vielen Dank fürs Einschalten. Und gerne Kommentare in die Kommentare. Da gehören sie hin. Bis zum nächsten Mal. Ciao, YouTube.